herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Space Engineers. Ja, ihr merkt gerade, wir sind nicht oben in der Aussichtslounge. Nein, wir sind auf unserem großen, weißen 50-Abo-Special-Chef. Ja, ich habe mir mal überlegt, wir machen einfach mal einen Testflug, weil wir haben ja nicht nur das Schiff einfach nur da, um so blöd rumzustehen. Nein, ich will auch eigentlich mal mit dem Ding ein bisschen fliegen. Vielleicht finden wir ein oder anderes Ziel, wie zum Beispiel die Commercial Fighter da unten. Vielleicht greifen wir das Ding ja mal an. Chester ist auch wieder da und auch Tommy im Hintergrund als Gastmoderator. Moderator? Ist das ein Moderator? Nein. Ein Gastzuhörer oder Gastsprecher, würde ich eigentlich sagen. Egal. Ein Rockgast, wie gut. Genau, ein Talkgast. Ja, aber das ist mir nicht viel gesagt. Dann machen wir mal die Abkopplung. Schiff ist freischwebend. Gut. Wenn du es abbekommst. Ich hab's abbekommen. Nee, ich meine jetzt noch von der Station weg. Die Ach, zwei stimmt, Verbinder, die sind auch extrem stark. Und wir müssen das Schiff werden. Oh nee, ist doch. Hä? Ich hab doch die Verbinder ausgemacht, jo. Achso, wir auch dann. Ich habe keine Triebwerkskontrolle. Ah, oh, okay. Steig nochmal aus. Weil du zuerst eingestiegen bist, ha? Nee, ich habe gewartet, bis du drin bist. Jetzt versuch mal zu steuern, geht das? Jo. Okay. So, kommen wir da vorne um die Ecke? Das wird knapp. Ich fahr einfach erstmal weiter links. Ich sag dir, wenn du hochgehen kannst. Das wird knapp mit dem Dings von dran. Nee, vorne geht alles. Vorne haben wir genügend Platz. Ich meine mit deiner Boje von deiner Wohnung. Achso, jetzt hochgehen. Einfach geradeaus hoch. Alles klar, sauber rausgekommen. So, dann starten wir mal die Trägheitsdämpfer. Ship fuel low. Oh, guck mal, ob du die Hauptreaktoren aktivieren kannst. Ship fuel low. Wie heißen die? Generator oder? Nee. Große Reaktoren. Na, Reaktor groß. An. Wir haben nur für mich 4 Minuten Power. Das ist heftig. So, umrunden wir mal den Asteroiden. Fliegen wir jetzt mal eine 8. Schön groß das Schiff. Die ganzen Reaktoren, die kleinen, die sind auch an. Wir haben nur 3 Minuten Treibstoff. Das kann auch nicht irgendwie hinkommen. So, dann guck mal, ob du das ganze Waffensystem aktiviert kriegst. Ja, mach ich. Die ersten sind an. Aber ich glaube, ich würde die erst in später aktivieren. Oder nicht? Ich weiß nicht, ich drehe jetzt auf den Commercial Fighter ein. Okay, dann. Okay, es müssten jetzt eigentlich alle an sein. Die hinteren zielen auf unser Tür hinten. Eine funktioniert gar nicht, so wie es aussieht. Dann hat die komischerweise keine Gruppierung.
Ship fuel low. Vordere Waffe Gatling 1 funktioniert scheinbar auch nicht. Mehrere Gatlings zeigen und Raketenwerfer zeigen in die Mitte des Schiffes. Okay. Komisch, aber okay. Diese großen Geschütze, von denen habe ich ja echt Respekt. Und diese ganz großen Viecher, oder? Ja. Warte, wie heißen die? Schwere Turtle. Guckst du mal auf das Waffensystem, was die Reichweite ist? Ja, Ich glaube, die sind alle noch zu niedrig. Ja, 300, 350, 350, die großen 400. Geschütze auf 800, die Gatling-Geschütze auf 600, die Raketen auf 550. Und beeil dich. Also die großen habe ich darauf, die Raketen. Worauf sollen die? Wow. Ja. Ich finde gerade die. Diese Sorte ist einfach ausmanövriert. Glaubst du es? Was ist? Diese Sorte ist einfach ausmanövriert. Na, warte ab, jetzt kommen wir dir entgegen. Jetzt kriegen wir hin. Wow! Wow! Was war das? Keine Ahnung. Hast du es gesehen? Irgendwas ist auf jeden Fall explodiert. Na, ich bin hier ich bin rausgeschleudert worden. Ich befinde mich draußen. Das Ganze, alles ist vorne kaputt. Wow. Wie soll ich jetzt reinkommen? Passiert. Keine Ahnung. Ich finde es gerade viel schwerer, reinzukommen. Kannst du anhalten? Oder? Minimalverzögerung nur. Wie minimal Verzögerung? Er verzögert nur minimal, also ich glaube, wir haben einige der Triebwerke verloren. Ah, das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Aber warum ist das explodiert? Weiß ich nicht. Irgendeine Fehlbildung der Waffen. Sind die irgendwie losgegangen, oder? Keine Ahnung, ich schalte gerade ab. Okay. Ich versuche gerade echt vergebens ein Schiff wieder zu gelangen. Ist einfach zu schnell. Ah, hier. Loch. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Wir haben ein anderes Problem. Was wäre? Auf den Asteroiden da vorne zu. Ah, das ist sehr schlecht. Das Schiff verringert gerade minimal. Wir werden wahrscheinlich vorher drauf. Evakuieren wir das Schiff am besten schnell. Ja, geh du voran, ich komm. Geh
scheiß Tür. Okay, ich bin freischwebend. Ja, versuch schon mal das erste Rettungsschiff zu koppeln. Ich komm nach. Boah, leck mich am Arsch. Das Schiff hat's vorne voll zerdrückt. Ach nee, da explodiert noch was. Chester, hörst du mich? Ich sehe zwar sein Lebenssignal, aber der scheint sich zu teuer, bewegt sich. Chester, hörst du mich? Na, jetzt ist sein Lebenssignal auch verschwunden. Dann nochmal. Hat sich das Schiff da reingebohrt? Mal gucken, ob wir auf das Schiff drauf können und gucken, was für Schäden. Oder ob er überhaupt noch da ist. Ne, es ist zu riskant. Hier sind weitere Sekundärexplosionen. Was auch immer da gerade hochgegangen ist. Okay, da unten ist unsere Station. Okay. Unschön. Er ist ein Zusammenstoß überlebt und jetzt den? Okay, wir sind aufgesetzt. Verdammt, Chester. Die zweite Kapsel wurde gerade abgesprengt. Das kann aber auch jetzt nur eine Fehlfunktion sein. Okay. Unsere Kapsel ist nicht mehr flugfähig. Zumindest will sie nicht mehr. Und wir haben über 1 Kilometer zur Basis zurück. Ich schalte auf jeden Fall erstmal die Übertragung ab. Ich muss erstmal klar werden, dass Justin nicht mehr da ist. Also, wünsche mir Glück für die nächste Folge. Ciao.